Hi zusammen, hier ist die Thala. Ich wollte euch mal zeigen, wie es mir geht, und ich wollte euch mal Danke sagen, dass ihr alle an mich denkt. Und an Daniel will ich auch Danke sagen, dass er Videos für mich macht. Und ja, mir geht es jetzt sehr gut. Ich mache die Bestrahlung. Ich habe leider keine Haare mehr, aber sie kommen schon wieder, das sieht man. Ich habe dazu noch Chemotherapie, immer noch, zweimal noch. Und ja, ich hatte etwa von mehr als einem Monat hatte ich eine 9-stündige Operation. Da wurde mir der Tumor weggenommen, also hier rausgenommen. Man sieht, es ist noch ein bisschen angeschwollen. Man sieht die Narben nicht mehr so gut. Und ja, ich habe mich sehr schnell erholt. Und ja, ich bin in der letzten Zeit sehr viel müde. Aber ja, das war ich schon immer. Man musste mir von dem Bein ein Gewebe rausnehmen, das man im Mund wieder also angenäht hat. Und hier musste man einen Schnitt in die Luftröhre machen, weil das alles so angeschwollen war, konnte ich nicht so gut atmen durch meinen Mund selber. Wegen dem, ja. Die erste Nacht war das Schlimmste überhaupt. Ich habe gedacht, dass ich nicht mehr atmen kann, weil es alles so angeschwollen hat. Aber ich konnte ja noch atmen, zum Glück. Für meine Mutter will ich mich auch noch bedanken, dass sie mich durch die schwere Zeit begleitet und dass meine Familie für mich da ist. Für meine Mutter war das auch nicht leicht, weil es hingegen ich hatte immer so Probleme nach der Operation, dass sie noch mit einem Rohr durch den Schnitt mussten und da absaugen. Und ich musste immer fast erbrechen. Und meine Mutter konnte das nicht sehen. Ja. Die Ärzte waren alle sehr stolz auf mich, dass ich mich so gut erholt habe. Und ja, den meisten Teil habe ich ja jetzt schon hinter mir, hoffentlich. Ich habe jetzt noch 25 Tage Bestrahlung. Man sieht es schon, ich bin ein bisschen bräuner, aber ja. Ich musste vor 3 Tagen in den Notfall, weil ich so Schmerzen hatte, und das Schmerzmedikament hat nicht geholfen. Aber es war nur wegen der Bestrahlung. Die erste Therapie ist gut verlaufen. Ich war sehr müde, habe viel geschlafen. Ich musste die Magensonde reinmachen. War nicht so ein schönes Andenken, aber ja, ich muss es halt. Weil ich kann einen Sonnenbrand in meinem Hals bekommen und dann kann ich nicht mehr so gut schlucken. Ja, ich gehe in der Zeit, also jetzt noch nicht in die Schule. Ich habe Homeschooling, das geht sehr gut. Ich hatte meinen ersten Französisch-Test, hatte eine 4,75. Das ist bei uns in der Schweiz eine sehr gute Note. Und ja, ich wollte Ihnen allen Danke sagen, dass Sie an mich glauben. So. Und ja, ich hoffe für niemanden, dass man das bekommt. Weil ja, ich hatte ein Mädchen in einem Zimmer, wo neben mir war. Die hatte Tumor rausgenommen, aber man konnte nicht ihn nicht rausnehmen. Sie muss jetzt alles von vorne nochmal machen. Ich bin froh, dass ich
Also ich bin nicht froh, dass ich Krebs habe, aber ich bin froh, dass ich zum Beispiel keinen Knochenkrebs habe. Oder ich bin einfach froh, dass ich einen Krebs habe, den man rausnehmen konnte. Und ja. Ja. Ich hatte am Anfang. Also man musste mir in der Operation das Kiefer brechen und den Nerv durchtrennen. Wegen dem spiele ich hier auf dieser Seite nichts mehr. Aber ja, das machte mir nichts aus. Ich hatte etwas in der Röhre drin, dass ich nicht, also ein Luftballon, dass ich nicht reden konnte. Und dann hat man mir den kaputt gemacht. Und dann konnte ich wieder reden. Aber es war am Anfang sehr schwer für mich, weil ich es nicht realisiert habe, dass ich reden kann wieder. Und ja, meinen Freundinnen will ich auch danken, dass sie für mich da sind und dass sie mich unterstützen. Und ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Wenn ich jetzt das alles vorbei ist, muss ich wieder sehr viel zunehmen. Ich habe 10 bis 11 Kilo abgenommen. Das ist nicht so gesund. Ja, in 2 Monaten ist das hoffentlich alles wieder normal. Ja. Bis jetzt ist noch alles gut mit der Bestrahlung. Und ja. Ich weiß nicht, was ich alles so sagen soll. Am Schluss, wenn ich das Video fertig habe, werde ich euch noch die Narbe zeigen. Sie ist sehr gut verheilt. Ich kann auch wieder essen, richtig, alles. Und ich hoffentlich kann ich das jetzt gut. Und ja, ich wollte euch einfach noch Danke sagen. Und ja, jetzt zeige ich euch noch schnell meine Narbe. Also. Meine erste Narbe ist hier. Man sieht es nicht so gut, weil es gut verheilt ist. Thala, ich wollte dir Danke sagen, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich mache dieses Video hier komplett spontan und reihe das einfach an dein Video ran und lade das hoch. Oder irgendwie anders, das ist zumindest jetzt der Plan. Bei einer Sache, und ich freue mich natürlich, dass du so weit gekommen bist, dass du so tapfer warst und diese schwere Operation durchgehalten hast. Wir haben ja da gesprochen, du hast mir das ja gezeigt, auch diese heftige Narbe und so, die wird auch zurückgehen. Da gibt es auch coole Sachen, da bleiben wir in Kontakt, wie man Narben verringern kann. Da wurden mir auch ganz viele Tipps gegeben für meine Narben. Da gibt es echt Möglichkeiten, wie man das gut verringern kann. Und die andere Sache, dass da jetzt noch weiter was gemacht wird, da wünsche ich dir das Allerbeste, gute Besserung, viel Erfolg bei allem, was da jetzt noch getan werden muss. Bei einer Sache musste ich, was soll ich sagen, schmunzeln, mich freuen oder auch nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Du hast erzählt, dass deine Lippe gelähmt ist, dass dir ein Nerv durchgeschnitten worden ist. Ich denke, du weißt das auch von mir, weil du kennst ja die Videos auch zu der Sache, die mir passiert ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das habe ich eigentlich nur später mal erwähnt. Vielleicht weißt du das noch gar nicht. Meine Lippe ist auch gelähmt. Und zwar genauso wie deine. Auch die Unterlippe. Wir haben beide den gleichen Scheiß. Ich habe noch diese hässliche Zahnlücke, die jetzt dazu, die man sieht, wenn ich lache. Deshalb muss ich jetzt aufhören zu lachen, wenn ich so schön aussehe. Nein, scheiß drauf. Ich krieg da eine Prothese rein. Das kriegt man wieder hin. Aber tatsächlich, und ich sehe das auch bei deiner Lippe, wenn du sprichst, bei dir ist das genauso, dass nur noch der Teil der Lippe geht und der andere Teil hier schlaff runterhängt, gelähmt ist und taub ist. Also wir haben genau das gleiche da lang. Mit der Lippe hier zumindest. Und ziemlich viele Narben im Gesicht.
Du hast die Narbe ja hier und ich habe die hier, die sind jetzt unter meinem Bart versteckt. Hier ist eine fette Narbe und hier lang und hier oben lang. Jetzt mit so schlechter Auflösung und mit dem Bart drüber sieht man das gar nicht mehr. Du hast leider keinen Bart, den du dir da drüber wachsen lassen kannst, Thaler. Aber die Narbe hast du ja selber auch gesagt, dass die schon sehr gut geheilt ist. Ich kann auch gar nicht glauben, dass man die, dass die so. Die sah ja schlimm aus. Ich kenne ja die Bilder von der Narbe. Du hattest ja hier komplett diese riesen Naht drüber. Das waren ja, wie viele Stiche waren das? 20 Stiche oder so? Das war ja auch bestimmt doppelt und dreifach genäht, wie bei mir das hier, ne? Das war ja außen genäht, innen die Muskeln genäht, also innen, innen und innen nochmal. Also drei Nähte waren das eigentlich, weil es ja komplett durchtrennt war. Das war ja, ne? Durchgeschnitten. Das war nicht. Jetzt hat einer gesagt, oh, das ist das tief. Das war nicht tief, das war durchtrennt, durchschnitten, ne? Und bei dir wurde da ja auch extrem rein und das Kiefer und so. Und was du gesagt hast danach, die Schmerzen, die du danach hattest und so. Ich kann das so nachempfinden, weil dieser gebrochene Zahn, diese ganzen Nähte hier, das war die Presse oder so, das war, als wenn hier so ein Speer drin steckt im Gesicht. Und man die ganze Zeit so, und was irgendwie mit der anderen Seite da. Und ich kenne das, also ich kann das ein bisschen nachempfinden. Und ja, ich kriege auch, du siehst das ja die ganzen lieben Nachrichten von der Community und so. Ich sage dir im Namen meiner Community gute Besserung. Wir wünschen dir das Allerbeste, dass du bald gesund wirst. Und es gibt eine richtig fette Überraschung, wenn alles erledigt ist. Da ist schon einiges in Planung. Und ja, wir bleiben ja sowieso weiter in Kontakt. Ich wollte auch gar nicht viel jetzt hinzufügen zu deinen Worten. Ich möchte es auch so stehen lassen, was du gesagt hast eigentlich. Ich wollte nur das mit der Lippe sagen und dir das hier in diesem Video sagen, weil ich glaube, das hast du gar nicht mitbekommen. Und das weißt du gar nicht, dass wir genau das Gleiche haben mit der Lippe hier. Und nur diese Seite geht und das nicht. Aber vielleicht wäre Logopädie eine Überlegung. Also, wenn man sich sehr konzentriert und die anderen Muskeln mitbenutzt. Also, hier sind ja noch Muskeln zum Beispiel. Hier ist die Naht. Dieser Teil von der Lippe geht noch. Hier. Das hier unten. Und ab hier nach da wieder. Und also hier und da sind Muskeln. Das heißt, wenn man sich sehr konzentriert und übt. Übt, dann kriegt man das hin. Ja, ist schwer. Man muss das wirklich üben. Wenn man einfach nur so redet, dann wird das ein bisschen schief. Wenn man das übt, dann kriegt man das hin, dass die Lippen wieder komplett gerade bewegen und dass das diese Empfindung und die Muskelbewegung in den da drin kann ja auch zurückkommen. Es kann sein, dass die Nerven wieder zusammenhalten. Also die Hoffnung für uns ist nicht verloren. Da passt auf dich auf, wir bleiben in Kontakt, wir hören uns.